befinden uns an der Deutz-Mülheimer Straße und sind hier um ca. 18 Uhr zu einem Feuer 2 alarmiert worden, was wir bei Eintreffen direkt auf Feuer 3 erhöht haben, da die 30 bis 80 Meter große Halle, das Dach brannte in Vollbrand, in voller Ausdehnung, und dann haben wir uns direkt dazu entschieden, die Alarmstufe zu erhöhen. Also wir haben direkt festgestellt, dass eine enorme Hitzeentwicklung bestand und ein enorm dunkles Rauchbild, was die Polizei uns dann bestätigte, dass sich da drin in dieser Lagerhalle Gummireifen, Autoreifen und auch ältere Autoteile befinden, was diese Hitze erklärt. Und die erste Maßnahme war quasi eine Riegelstellung aufzubauen zu den angrenzenden Nachbarhallen und die Brandbekämpfung von beiden Seiten. Wir haben zwei Abschnitte gebildet, linksseitig und rechtsseitig, und zwei Führungsdienste quasi beauftragt, diese Abschnitte zu führen, und dann eine Brandbekämpfung von beiden Seiten eingeleitet. Auf der einen Seite haben wir sogar Schaummittel eingesetzt, erst Netzmittel und dann tatsächlich auch Schwerschaum, um den Brand zu bekämpfen. Also das kann man sich ganz bildlich vorstellen, wenn man jetzt Wasser nimmt und ein bisschen Spülmittel da reinrührt und das Wasser, quasi dieses Wasser-Spülmittel-Gemisch, auf etwas drauf tut, dann sieht man gleich, dass es durchzieht, anders als wenn man jetzt nur das Glas Wasser benutzt. Und das ist auch der Effekt, den wir mit dem Schaum und dem Netzmittel erzielen, dass quasi das Wasser den Löscheffekt erzielt, dass es in das brennende Gut einzieht und den Brand so schneller bekämpft. Ja, bei so einem Brandereignis mit so einer Rauchausbreitung haben wir uns dazu entschieden, die Bevölkerung zu warnen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Und dann haben wir Messfahrzeuge losgeschickt, um auch die tatsächliche Belastung zu messen, und haben da bisher den ganzen Stadtteil befahren und keine Feststellung. Wir haben zwei Abschnitte mit zwei sogenannten BVAs gebildet und haben da jeweils einen ganzen Löschzug plus freiwillige Feuerwehrkräfte dem Ganzen unterstellt und sind auch von beiden Seiten mit Drehleitern vorgegangen. Das war eine relativ enge Zuwägung, um dann halt auch wirklich auf die Halle tatsächlich löschen zu können. Das sind sehr umfangreiche Löschmaßnahmen, das stimmt. Das Feuer ist mittlerweile in Gewalt, aber wir sind natürlich noch dabei, den kompletten Brand zu löschen. Aktuell, wie gesagt, haben wir drei Löschzüge und fünf freiwillige Feuerwehren, die auch die verwaisten Feuer- und Rettungswachen besetzen. Wir haben noch Logistikkomponenten, also Versorgung und die Warnfahrzeuge im Einsatz. Ja.